Moin Leute und herzlich willkommen zu unserer vierten offiziellen Hacking Challenge. Heute wollen wir uns nochmal ranwagen und ihr seht aktuell, okay, ich bin immer noch auf Localhost, aber ich werde die Challenge, sobald dieses Video online ist, auch online auf dem Server haben. Und ja, dann könnt ihr wieder voll loslegen. Gleich noch ein paar Worte und dieses Mal würde ich euch bitten, auch noch bis zum Ende zuzuhören, denn es gibt ein paar wichtige Informationen dieses Mal. Nicht unbedingt, was ihr machen müsst, aber was ihr vielleicht nicht ausprobieren müsst. Das kann euch einiges an Mühen ersparen. Zunächst einmal möchte ich mich wieder mal bei HK Hosting bedanken, dass sie uns den Server dafür stellen. Letztes Mal gab es wirklich einige Probleme und zwar wurden echt sehr, sehr viele Schreibzugriffe getriggert, was dazu geführt hat, dass ich eine Funktion abstellen musste, aber die Challenge 2 und 3 sind trotzdem weiterhin natürlich verfügbar, selbst die erste Challenge ist immer noch verfügbar. Und das war eine E-Mail. Aber ja, immer noch in vollem Ausmaß quasi da. Und jetzt zur vierten Challenge kann man die auch noch benutzen. So, logischerweise würde ich euch natürlich wieder mal bitten, wie immer, also ich war wirklich wie jedes Mal eigentlich begeistert, wie super ihr die Kommentare gewählt habt, um eben genau die richtigen Tipps zu geben, anderen Leuten zu helfen, aber trotzdem nicht die Lösung zu verraten. Ich würde euch natürlich wieder bitten, das genauso zu machen wie immer. Das hat immer super funktioniert und war auch echt geil. Ihr könnt wieder mal natürlich gerne auf Facebook, Twitter oder sonst irgendwo einen Jubelschrei loslassen oder im Forum oder natürlich hier als Kommentar, wenn ihr es geschafft habt, aber natürlich bitte die Lösung nicht verraten. Und wenn ihr irgendwie einen Exploit gefunden habt, der mehr erlaubt als nur den Zugriff auf diese, auf dieses Geheimnis dieses Mal, dann würde ich euch bitten, natürlich die Challenge trotzdem unverändert zu lassen, aber es sollte, glaube ich, dieses Mal nicht möglich sein. So, und was ist jetzt dieses Mal so wichtig, dass ich euch bis jetzt noch hingehalten habe? Gut, okay, wir sind immer noch nicht besonders lang dabei. Natürlich wie jedes Mal würde ich euch natürlich bitten, mich irgendwie weiterhin zu unterstützen, denn ja, aber im Endeffekt wisst ihr das alles schon, wenn ihr die anderen Challenges gemacht habt. So, und um was geht's diesmal? Es geht diesmal darum, fiktive 100.000 Euro auf das Konto des Webseitenbesuchers zu übertragen, und zwar von irgendeinem nicht existenten Konto, und dazu braucht man einen Namen und ein Passwort. Ihr könnt natürlich wieder mal wie letztes Mal eine SQL-Injection versuchen, aber dieses Mal kann ich euch eigentlich versprechen, wird das Ganze nicht funktionieren. Das heißt, ihr braucht keine SQL-Injection probieren, das bleibt euch eigentlich erspart. Aber was ich euch definitiv sagen möchte, dieses Mal müsst ihr sehr, sehr raffiniert sein, sehr, sehr tricky und sehr erfinderisch. So viel kann ich verraten, ohne die Lösung zu verraten. Und ihr könnt tatsächlich alles wissen, was ihr braucht bei mir auf dem Kanal, wie jedes Mal eigentlich lernen. Ja, und ansonsten bleibt mich ja eigentlich nichts weiter zu sagen, außer euch viel Spaß dabei zu wünschen. Ich bin dieses Mal wirklich gespannt, wer es rausbekommt und wie lange ihr dafür im Schnitt wahrscheinlich brauchen werdet. Also es ist schon knackig dieses Mal. Letztes Mal war durchaus noch machbar. Dieses Mal muss man wirklich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und es beschränkt sich, achso, das kann ich vielleicht auch noch sagen, es beschränkt sich auf die Webseite, also dass ihr nicht ganz so viel suchen müsst, es beschränkt sich auf die Webseite, das heißt, ihr müsst nicht irgendwie einen Portscan durchführen oder nach irgendwelchen anderen Aktivitäten suchen, die im Hintergrund noch laufen, irgendwelche anderen Passwörter, oder ihr müsst auch nicht das Root-Passwort von dem Server cracken oder sowas, also die Sachen kann ich euch getrost rauslassen. Ansonsten würde ich mal sagen, das war's von meiner Seite. Mehr Tipps bekommt ihr nicht und ich wünsche euch viel Spaß. Auflösung gibt's natürlich wie immer, das heißt, da braucht ihr eigentlich gar nicht fragen, ob es eine gibt. Es gibt immer eine Auflösung, wobei natürlich hier wieder mal wichtig ist, die Leute, die die Auflösung zuerst gucken, sind im Endeffekt selber schuld. Also ihr habt jetzt schon einige Wochen Zeit, ich weiß nicht, 2 oder 3 Wochen wird's wahrscheinlich wieder und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann, ciao.